Sieht man diese Art von Sportlern in Aktion, bekommt man eigentlich kaum noch einen geraden Satz raus. Vielleicht noch, boah, oder geil. Der Rest, der stottert oder verstummt einfach direkt. Genau deswegen haben wir für diesen Test Dirk Branke zu Rate gezogen. Sachlich, direkt, nüchtern und wenn es sein muss, professionell, unemotional. Eine Testmaschine. Willkommen zum Tag der Boliden und hier sind zwei richtige. Auf der einen Seite Porsche 911 GT2 RS. Ein 911 wie aus dem Bilderbuch. Entschlackt, gekräftigt, 700 PS, 3,8 Liter, Sechszylinder, Boxer. Perfekte deutsche Handwerkskunst. Auf der anderen Seite ein Insekt, gerade gelandet aus dem Weltall. England vom Allerfeinsten, McLaren 720S, 4 Liter V8, ausgefeilte Aerodynamik und sogar 720 PS. Bleibt die Frage, wer kann mehr und wer berührt uns mehr? Um Dirk wahrlich zu berühren, müssen die Boliden um seine Gunst buhlen. Und zwar mit Fakten, Fakten, Fakten. Deshalb gleich mal das Datenblatt der Supersportler vornweg. Im Porsche 911 GT2 RS rumort ein hinten längs eingebauter 3,8 Liter Sechszylinder Boxer Biturbo mit 700 PS und einem maximalen Drehmoment von 750 Newtonmetern. Von 0 auf 100 schießt die Zuffenhausener Rakete in von uns gemessenen 3,1 Sekunden. Topspeed liegt bei 340 km/h. Grundpreis 285.220 Euro. In der Brust des McLaren 720S schlägt ein mittellängs liegender 4,0 Liter V8 Biturbo mit, der Name verrät es, 720 PS und einem maximalen Drehmoment von 770 Newtonmetern. In 3,2 Sekunden katapultiert er sich auf 100 km/h. Topspeed sind 341. Grundpreis 247.350 Euro. GT2 RS, der stärkste, schnellste 911er. 911er, wie er eigentlich sein soll. Vollkommen entschlackt, entkernt, Carbon, wohin das Auge reicht, Kunststoffscheiben, allerfeinste Technik. Sie haben die Klimaanlage rausgerissen, Sie haben das Radio rausgerissen, ich schwitze hier umher, aber vor Freude natürlich. Natürlich, Herr Branke sitzt immer in einer konsequenten Fahrmaschine, in der Zeit Temperaturen von knapp unter 40 Grad herrschen. Die Kraftübertragung im Porsche besorgt ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe und bei der Kraft des GT2 RS hat es ordentlich was zu tun. Es arbeitet blitzschnell und auf Wunsch liefert es brutale Gangwechsel. Der Zuffenhausener grollt dunkel und böse, sprotzt und brüllt und er dreht nicht, er explodiert. Schluss ist erst bei 7200 Touren und er entwickelt dabei einen irren Schub. Der riesige Heckspoiler zeigt es, der Porsche ist gnadenlos auf Abtrieb gestimmt. Die Traktion ist sagenhaft, das Resultat eine wahnwitzige Beschleunigung. Nach 3,1 Sekunden fällt die 100er-Marke, nach 8,9 Sekunden die 200 km/h. Die Lenkung aus der Abteilung telepathisch stellt eine direkte Verbindung her zwischen deinen Gedanken und dem Fahrzeug. Wie das technisch geht, weiß ich auch nicht, aber es funktioniert. Gefühlt muss man laut Herrn Branke nur dran denken und schon geht er messerscharf um die Kurve. Auch dank der mitlenkenden Hinterräder. Das Fahrwerk ist knüppelhart. Kein Wunder, man hat alle Gummilager der Fahrwerklenker eliminiert und durch stählerne Kugelgelenke ersetzt. Praktisch spielfrei. Aber der Porsche 911 GT2 RS ist nicht nur eine puristische Fahrmaschine, sondern auch eine Augenweide. In Sachen Augenschmeichelei steht der McLaren dem Porsche in nichts nach. Ja, er ist futuristischer, aber, oder vielleicht gerade deswegen, mindestens genauso beeindruckend. Das Auto wirkt vom ganzen Auftritt her aber anders als der GT2 RS. Wenn die nebeneinander stehen, filigraner,
zierlicher, regelrecht. Der Porsche hat einen bulligen, sehr markanten Auftritt. Innen drin ist das so ähnlich, alles ist zierlicher, kleiner. Man sitzt hier in so einer Art Glaskuppel, sehr weit vorne, interessante Sitzposition. Eine ähnliche Fahrmaschine wie der Porsche, aber doch ganz anders. Bewegt sich im ähnlichen Leistungsspektrum, setzt aber überall noch ein bisschen was drauf. Genau wie dem Porsche steht auch dem McLaren ein Doppelkupplungsgetriebe für die Kraftübertragung zur Seite, welches die Gänge mit nahezu Lichtgeschwindigkeit einsetzt. Der auf Antrieb getrimmte Porsche hat den deutlich heftigeren Antritt, wobei der McLaren nach oben raus schneller wird. Der 720S setzt mit einem elektronisch gesteuerten beweglichen Heckflügel auf Aerodynamik. Je nach Situation kann er hohen Anpressdruck in schnellen Kurven aufbauen und sich in langen Geraden flach in den Wind legen oder sich aufstellend als Luftbremse anbieten, um den Bremsweg zu verkürzen. Das ist beeindruckend. Vor allem in Kombination mit dem McLaren V8, der zornig ohne Atempause auf 8200 Touren stürmt. Und schon ab 3000 Touren fühlt man sich wie auf einer Reise zum Mond. Die 100er Marke fällt nach nur 3,2 Sekunden, die 200er Marke nach 8,1 Sekunden. Das Geschwindigkeitsspektrum ist ähnlich, also irrsinnig schnell. Bei der Beschleunigung gibt es in beiden Autos den sprichwörtlichen Tritt in den Arsch. Die Getriebe hauen die Gänge rein, das tut manchmal richtig weh. Lenkung vielleicht nicht ganz so telepathisch wie die beim Porsche, da sind die drüber, aber ähnlich, äußerst präzise, direkt. Viel mehr geht eigentlich nicht. Trotzdem ist es ein anderes Auto. Der McLaren fährt sich geschmeidiger, runder, fast ein bisschen sanfter. Wohlgemerkt, er ist ähnlich schnell wie der Porsche. Aber der Porsche spricht dich direkt an, der will alles von dir haben, der zieht dich rein. Der McLaren braucht dich weniger, er ist nämlich auch so ultraschnell. Der McLaren ist präzise und geschmeidig, ist kühl und kontrolliert, schon fast auf unheimliche Weise perfekt bis in die letzte Carbonfaser. Fazit, es kann hier keinen Sieger geben. Beide, 911 GT2 RS und McLaren 720S, fahren uns direkt ins Herz. Der Porsche, bullig, aggressiv, unfassbar schnell. Der McLaren, genauso, unfassbar schnell. Beide bewegen sich in irrsinnigen Geschwindigkeitsbereichen. Der McLaren fährt geschmeidiger, etwas sanfter. Mehr geht nicht. Es kann nur einen geben, in diesem Fall nicht. Sie sind beide konsequente Fahrmaschinen mit unterschiedlichen Genen und unterschiedlichen Vorzügen. Perfekt sind sie aber beide auf ihre ganz eigene Art. Ja, aber manchmal macht das Nicht-Perfekte einfach mehr Spaß. Oh!